Herzlich willkommen zurück zu Modern Warfare 2. Schauen wir mal hier in die Vorschau. Wir haben das ja zuletzt freigeschaltet gehabt. Ne? Ja, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aber ich hätte den Hintergrund, dieses leicht pinke, hätte ich mir lieber hier unten komplett weiß gewünscht. Aber so ist es. So ist die Flinte halt noch. Ah, das Rosa, das ist eher so ein leicht mehr rötlich. Wäre halt schöner, finde ich. Das tut so halt ein bisschen in den Augen weh. Aber wenn wir das freigeschaltet haben, haben wir es halt, ne? Hier fehlt uns noch ein bisschen was. 53 Kills noch, ne? Hier 53 und dann hier nochmal. Ja, der geht ja nur bis 50. Der, da fehlen halt auch nochmal, ja, über 60 Stück. Aber hier fehlen auch nicht mehr ganz so viele. Das ist aber bedeutend schwieriger als der Rest. Wow, hier haben wir ja richtigen Fortschritt gemacht. Fällt mir gerade erst auf. Eieiei, bin ich im Piecen, wäre richtig nach vorne gekommen. Ja, da sollten wir vielleicht auch nochmal weitermachen. Aber was wir auch machen könnten, wäre mal die Scharfschützengewehre. Wir gucken mal, ob wir ein Scharfschützengewehr doch so modifiziert kriegen, dass wir damit so halbwegs arbeiten können. Na, das wäre halt jetzt so mein TAQ-56. Ah, okay. Das Gewehr ist das, okay. Genau, Scharfschützengewehr. Das ist gesperrt, das ist gesperrt. Das würde gehen, hat aber auch eine dicke Optik drauf. Das hier ebenso, aber da gibt es noch was. Ah, das hier haben wir jetzt, okay. Tja. Die Frage ist, wie groß ist die Optik? Da ist gar keine drauf, also es ist die Standardoptik. Tja. Ja, das sieht schon ganz klein aus. Hier eigentlich, ne, kürzerer Lauf und so weiter nutzt man eigentlich eher, wenn man mehr mobil sein möchte. Das ist es ja auch, ne? Zielgeschwindigkeit, Nachladepräzision, aber das Ding hat trotzdem 9,5-fache Vergrößerung. Das ist natürlich mega heftig. Hier 12,5-fach, noch schlimmer. Das ist im Prinzip dieselbe Optik, wenn ich mich nicht irre. Nur in einem anderen Farbton und mit einem anderen Vorbau. Also so ein Vorsatzgerät, Thermalvorsatzgerät, ne? Wärmebild. Tja, das ist halt doof, ne? Ich würde mal den dicken Trümmer hier rauspacken. Da geht aber die Visierung nicht. Da geht es ab Stufe 5. Ne? Das Ding ist Stufe 4. Wir können mal eben reinschauen, ob die anderen vielleicht doch Stufe 5 sind. Der ist über 5. Das hört sich gar nicht schlecht an. Tada! Visierung ist ab Stufe 20. Scheiße. Kannst du halt jetzt auch nicht ausdenken. Hier auch A7. Ne? Also die schnellste Möglichkeit hier, um weiterzukommen, wäre tatsächlich der hier. Leider. Zielgeschwindigkeit schafft. Ja, lassen wir mal. Munition. Wundwirkung. Nehmen wir. Pistole, ja, die sollte auch okay sein, obwohl, beziehungsweise ich würde gerne switchen. Ich würde mal wieder gerne die hier spielen. Und klar, wir schauen nochmal, ob wir die hier irgendwie modifizieren können. Können wir nämlich tatsächlich. Visierung brauchen wir nicht, Schaft brauchen wir auch nicht, Mündung, Abzug, Munition haben wir schon, 9mm Zerfall. Matchabzug, okay, das ist dann aber minus Feuerrate. Aber wenn wir ordentlich treffen. Wie viel Schaden macht die eigentlich nochmal? Ja, nicht so schön, ne? Nicht so schön. Also zwei Schuss, davon gehe ich schon aus. Ist aber auch erstmal egal. Wir starten einfach mal rein mit dem Setup, ne? Wir probieren's. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht, ne? Notfalls können wir immer noch hier die MP nehmen, die wir im Vordergrund auch tragen. Und mit der dann auch nochmal versuchen, ein bisschen hier was zu machen. Wie viele brauchen wir mit der Sniper? 50 Stück. Wir haben 15. Also 35 Kills, das sollte ja jetzt nicht das Problem sein. Klar, mit der Sniper, wir werden das wahrscheinlich nicht in einer Runde schaffen. Aber wir können es probieren. Ach shit, falsches Setup. Das da. Das ist der erste. Kontakt.
Nee, leider nicht. Leider nicht. Ah, zu hoch. Ich hätte noch im Rutschen hätte ich schießen sollen. Feindliche Drohne aktiv. Ich hab das Granate. Egal, die haben wir mitgenommen. Feindkontakt. Feind in der Nähe. Scheiße. Ja, 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 ich weiß. Sniper könnte besser laufen. So, es war ein Mate, okay. Unsere Drohne umkreist das Gebiet. Verbündete Konterdrohnen in Position. Feindliche Vorräte wurden eingesetzt. Mehrere bewegliche Ziele. Ja, mit dem Aim, da muss ich noch mal ein bisschen drauf klarkommen. Oh shit, da hab ich einen gesehen. Feindliche Drohne aktiv. Ja, war zu erwarten, dass einer von der Seite kommt. Wenn es doch schon so scheppert, ne? Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Feindliche Konterdrohne aktiv. Tja. Feindliche Drohne. Der Feind ist am Boden. Drängt ihn zurück. Nee, der hat uns direkt rausgeholt hier. Verbündete Drohne online. Feind in der Nähe. Es waren zwei Kills, ein Kopfschuss. Ja, komm. Was soll ich da machen? Ah, shit. Einer war mitgenommen. Ja, aber wir haben noch einen jenseits mitgenommen. Ich könnte mich hier natürlich auch ekelhaft auf den Boden legen, aber das will ich gar nicht. What? Das will ich sehen, Mann. Ja, wahrscheinlich. Er braucht gar nicht mehr nachdenken. Ich hab's gehört, aber war zu spät. Ja, Waffe auf Stufe 5, jetzt können wir mal eine andere Optik drauf ballern gleich. Beziehungsweise können wir eigentlich auch jetzt. Na, ja, das war's für die Runde. Aber wir haben in dieser Runde zumindest schon mal freigeschaltet. Dann denke ich, wenn wir vielleicht noch... Oh, guck mal, wie knapp das war. Wie knapp es einfach war. 17 zu 4. Also 17 Abschüsse, 4 Bestätigungen.
Ey, 17 zu 22, obwohl wir nur eine Sniper und einmal eine Pistole benutzt haben, war das doch gar nicht mal so schlecht. Direkt rein in die nächste Runde. Schnappschussgranate, okay. War das nicht hier? Nee. Da muss das doch hier gewesen sein. Ja, das ist tödlich, das ist Aufklärung da. Schnappschuss. Wo ich hier das Gewehr sehe, das müssten wir auch nochmal nehmen eigentlich, ne? Da wäre ich eigentlich doch auch echt dran interessiert. Guck mal, mit der Optik geht das doch. Du hast zwar einen riesen Trümmer in der Hand, ne? Aber eigentlich... Aber warum habe ich jetzt so viele Schuss für den gebraucht? So scheiße getroffen? Weiß ich nicht. Ah, komm schon! Ach, komm! Tatsächlich haben wir noch so lange gelebt, krass. Okay, einen Feind haben wir mindestens aufgeklärt. Ah, 2 von 3, okay. Fuck! Tadam! Fuck, die habe ich falsch geworfen. Ach, wir haben mit Bank. Okay, das heißt, wir müssen die Münzen noch abgeben, sonst kriegen wir nichts. Ey, nee, das bringt ja gar nichts hier, ganz ehrlich. Ich glaube, die Optik ist doch ein Ticken zu klein. Nicht auf mich schießen, du Idiot!
7 Abschüsse. Wir haben auf jeden Fall mehr Tode. Also es lief doch schlechter als vorhin. Und wie viele Kopfschüsse haben wir? Wahrscheinlich so gut wie gar keine. Schöner Fortschritt da zumindest. Schauen wir mal rein. 22, krass. Von 50, wir haben fast die Hälfte damit durch. Doch extrem überraschend. Cortec Gruppe 1. Rangers 1. Rangers 2, Rangers 3, Rangers 4, Sperrfeuer. So, und was haben wir bei den anderen? Was haben wir hier? Cortec Gruppe 1, Cortec Gruppe 2, 3, 4. Aha. Nehmen wir mal den. Ah, da ist das. Ja, der Ladebildschirm. Das Bild, was wir vor ein paar Runden oder ein paar Folgen eher gesagt freigeschaltet haben. Schnell nach vorne, da unten an die Kante ran und dann gucken. Team Deathmatch. An alle Straße. Schaltet die Feinde aus. So, damit haben wir schon mal den ersten. Linke Seite schützt nichts mehr. Hinter dir. Da habe ich mir schon gedacht, dass da jetzt was kommt. Deswegen habe ich ja auch nach da mich ausgerichtet. Ja, okay. Im Reload, was willst du da machen? Außer Waffe switchen. Ah, shit. Keine Deckung gehabt. Verdammt. Mann, was müssen alle auf einem Haufen sitzen? Wenn ich hier spawn und mich jetzt hier hinsetze, dann können die anderen sich mal verziehen. Ich hasse das, wenn die Leute alle auf einem Haufen sitzen. Da krieg ich. Boah, nee. Scheiße, ich dachte, ich komme hier durch die Kanten von Trägern. Oder Containern oder irgendwie sowas durch. Nö, ich sterb grad einfach nur. Das macht grad so hart keinen Bock. Der Feind gewinnt am Boden. Dreh dich zurück.
Geschoss, du Arschloch! Feindliche Drohne aktiv! Schwertaktin aktiviert! Ich sehe da nichts mehr, Mann. Boah, diese Blendgranaten, ne? Diese Dinger sind einfach die Hölle. Es ist einfach eine Hölle mit denen. Geht doch hier raus, Mann, wenn dieser Roboter... Ah! Wenn das Kampffahrzeug kommt, bringt dir das doch nichts, sich in einem scheiß Container zu verstecken, Alter. Pfeife, ehrlich, ey. Ja, mit Feuer, dann fängst du an zu zucken und dann geht gar nichts mehr. Laufen, 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 immer laufen aus dem Container raus. Ich kann es nicht leiden, wenn man es anders macht. Ist scheinbar nichts. Tja, 150. Verloren, wir haben nur 118 leider. 22 Abschüsse. Die Feinde haben alle eine positive KD. Bei uns hat mehr als die Hälfte eine negative. Was soll da rauskommen, ne? Ist dann klar, dass wir halt verlieren. Aber so ist es. Mal so, mal so. Ja, hier haben wir die 50 Abschüsse und eine Tarnung freigeschaltet. Sehr schön. Nächste Stufe, nur noch eine bis zum nächsten Prestige. Wir haben eigentlich gar nichts erzielt hier. Ich weiß auch nicht wieso. Tja, erziele mit einem Scharfschützen. 50 Kopfschüsse mit einem Scharfschützengewehr. 28. Bisschen mehr als die Hälfte erst. Vielleicht können wir in der Zeit nochmal hier ein bisschen was an den Waffen-Setups ändern. Das hier sieht interessant aus. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Aber das Ding brauchen wir schon mal nicht. Terrainengas. Haben wir abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob 5,5-fach nicht schon zu groß ist. Das ist aber auch ein Gewehr, was sehr träge ist, weil es halt ein riesen Trümmer ist. Scheiße!
töten soll. Magazinwechsel. Ja, nee. Den will ich, den will ich. Ach, komm schon. Warum hört ihr auf zu zielen, Mann? Ich ziele? Kreim hat ja aufgehört. Aus irgendeinem Grund. Ich weiß nur nicht wieso. Mann, Scheißdreck, du! Kann doch nicht sein, Alter! Mann, da stellt jemand einfach ein scheiß Geschütz hin. Ich werd nicht mehr. Vollziehen und dann fängt er an zu husten, ey. Sausack, ey. Stufe 8 schon. Alter, sind wir nicht gerade erst 5 geworden? Ey, Mann, wo trifft denn das Scheißteil? Außer da, wo es halt nicht soll. Oh shit, der kommt zurück. Mhm.
Mensch. Ha! Ich musste nachladen, der hätte mich die ganze Zeit pushen können. Hat er nicht? Bin ich glücklich drum? Bitch. Feindliche Konterdrohne in der Luft. Der Feind hat zwei Zielobjekte erobert. Vorrücken und einnehmen. Oh, Doppelabschuss mit einem Schuss. Ha, geil. Nein, nein, nein. Scheiße. Ich wusste, dass es passiert. Oh mein Gott, als ich den da abstehen sehen, ne, und zugucken sehen, da wusste ich schon, jo, das war's. Aber auch mal lustig, hör mal. Ja, lustig. Ah, ist schon ganz lustig. Gar nichts mehr sehen können. Okay, den habe ich erschossen und dann wurde ich weggesprengt. Okay. Gut. Dass man immer irgendwo drauf hüpfen muss, sich hinlegen muss oder solche Leute, ne? Ich verstehe es nicht. Ist das ein Kletterpark oder was? Geschafft. Oh shit, jetzt stehen auf einmal drei Stück. Fuck. Da kommt eine Blendgranate. Also einen haben wir erwischt, ne? Glaube ich. Ja. Mission kompromittiert. Wir sind besiegt. Er sprengt einfach ein gutes Viertel der Karte weg, ne? Das ist einfach krass. Ja, 35 Abschüsse haben wir. Trotzdem. Einen guten Fortschritt, ja. Selbst hier ist ein guter Fortschritt zu verzeichnen.
Hier ein Mega-Fortschritt. Ei, ei, ei. Mit der dicken Sniper gut vorangekommen. Schauen wir mal, 33. Ah, ist jetzt nicht das, was ich mir natürlich wünschen würde, aber so ist es halt, ne? Ich denke, hier haben wir schon mehr als die Hälfte, da haben wir mehr als die Hälfte, hier haben wir mehr als die Hälfte. Hier ein bisschen weniger, so ein, sag ich mal, ein Drittel. Ja, oder eher ein Viertel. Ein Viertel, ja, so ein Viertel. Und hier haben wir vielleicht 10%. Ja, 10. 8 bis 10% würde ich sagen, ne? Ja, ich würde sagen, wir haben auch keinen Battle Pass bekommen. Das ist ja ganz, ganz knapp gewesen. Da würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge hier bei Modern Warfare 2 wieder.